Blaupausen drucken. Man sieht gelegentlich Spieler, die bereits sehr früh legendäre Gebäude errichtet haben. Eine Zeus-Statue in der Bronzezeit ohne Einsatz von Diamanten, geht das überhaupt? Ja, das geht. Und heute geht es darum, wie man ganz rasch an viele Blaupausen kommt, ohne dazu Forge-Punkte in andere legendäre Gebäude zu investieren oder gar Diamanten einzusetzen. Alles beginnt mit dem, was nun wirklich jeder kennt. Man benutzt die Schaltfläche Helfen, zuerst die eigene Gilde, dann die Freunde, schließlich die Nachbarschaft. Jedes Helfen hat eine 2% Chance auf eine Blaupause. Mal geht es rasch, ein anderes Mal muss man lange warten. Und wenn man alle durch hat, kann man am nächsten Tag weitermachen. Am nächsten Tag? Das ist nichts für Ungeduldige. Jetzt wollen wir unsere Blaupausen. Wie das geht, zeige ich einmal anhand der Stadt auf Tulech, die ich eigens für den Clip Schweifenquests gegründet habe. Sie hat erst 9 Blaupausen. Die kamen aus den Schleifenquests. Jetzt wollen wir mehr! Dazu müssen wir uns dann erst einmal aus der aktuellen Gilde verabschieden. Wir suchen uns eine neue Gilde, möglichst viele Mitglieder sollte sie haben und, noch wichtiger, nicht bewerben sollte eingestellt sein, sondern beitreten. Und so treten wir dann auch prompt einer Gilde bei. Frei heißt die. Jetzt haben wir wieder 72 Spieler, denen wir helfen können. Die freuen sich über die Unterstützung durch Motivieren und Polieren. Und wir haben 72 Mal die 2% Chance auf eine Blaupause. Bei Spieler 9 gab es dann auch gleich eine Blaupause und bei Spieler 43 dann noch einmal. Am Ende verlassen wir die Gilde dann wieder und suchen die nächste Gilde. Mal sehen, ob uns die Gilde Spaßvogel mit ihren 27 Mitgliedern genauso viel Spaß machen wird. Je mehr Spielern wir helfen, desto mehr 2% Chancen auf Blaupausen haben wir. Es ist das Gesetz der Zahlen, möglichst großer Zahlen. Ich nehme nur Gilden mit mehr als 10 Mitgliedern, ansonsten ist das Beitreten und erneute Austreten viel zu viel Aufwand. Aber möglicherweise kann man nicht auf allen Welten so wählerisch sein. Denn die wirklich interessanten Gilden haben natürlich die Einstellung Bewerben ausgewählt. Nicht jeder Gildenname sagt mir gleichermaßen zu, aber ich bin gekommen, Gutes zu tun. Dafür bin ich dann auch gerne mal kurzzeitig disturbed. Nebenbei bekommt man interessante Einblicke in die Gilden. Ich trete den von den Bayern besetzten Franken bei. Und kurz danach trete ich auch den Bayern bei. Ich diskriminiere niemanden bei meiner Hilfe. Sex for free mag zunächst noch einladend klingen. Beim Anblick von Mitglied Nummer 3 ging dieser Anreiz dann aber irgendwie verloren. Aber geholfen wird natürlich trotzdem allen. Als Gilde der Frauen hätte ich keinen MILF-Hunter aufgenommen. Aber das ist nicht meine Baustelle. Ich bin gekommen, um zu helfen. Nicht ganz uneigennützig natürlich. Man kann einer Gilde, die man verlassen hat, übrigens erst nach einer Woche wieder erneut beitreten. Deshalb kann man die ganze Prozedur erst danach wiederholen, wenn man am ersten Tag schon alle Gilden durch hat. Übrigens tue ich den Gilden, denen ich nur ganz kurz beitrete, damit nichts Böses. Das sieht zwar in deren Ereignisprotokoll etwas unschön aus, aber jedes Mitglied hat meine Hilfe bekommen. Und auch für mich gab es einen weiteren Vorteil. Zu Beginn hatte ich 51.565 Münzen durch Schleifenquests erworben.
30 Minuten später habe ich jetzt 71.085 Münzen. Für einen Spieler in der Bronzezeit nicht schlecht, oder? Viel wichtiger sind aber die jetzt 20 Blaupausen, Dubletten nicht mitgezählt. Na, ist das was?